Hallo an alle, ich bin Masha Bossunova, laut Kreml ausländische Agentin und eure persönliche Agentin in der wahnsinnigen Welt der russischen Propaganda. Während wir uns nicht gesehen haben, gab es innerhalb einer Woche mehrere wichtige Ereignisse, die mein Land auf den Titelseiten der Weltmedien hielten. Eins davon war vorhersehbar. Das andere wurde zur schlimmsten Tragödie der letzten Jahre in Russland. Ich zeige euch jetzt, wie die russische Fernsehpropaganda darüber spekuliert hat. Die Wahlergebnisse waren für alle klar, auch für die Propaganda. Die dreitägige Stimmabgabe wurde zunächst als formelles Ereignis betrachtet, bei dem Wladimir Putin ewige Treue geschworen wurde. Ich bin mal so unverschämt und behaupte, dass bei aller Vorhersehbarkeit des Ergebnisses... Kühn. Ja, kühn und mutig. Das sind die wichtigsten Wahlen, die wir je erlebt haben. Sie scheinen zwar vorhersehbar zu sein, doch dieses Wahlergebnis und die Zahl derer, die für den Anführer gestimmt haben, werden meiner Meinung nach ein Indikator und ein Lackmustest für den Grad der Einheit des Landes sein. Michael Bohm und Margarita Simonyan haben in der Sendung die eigene Wahrheit über die Notwendigkeit der Anerkennung der Präsidentschaftswahlen im Westen gesprochen. Es stellte sich heraus, dass sich das Leben im Großen und Ganzen ohne diese Anerkennung nicht viel ändern würde, denn in Amerika sind die Wahlen noch gefälschter als bei uns. Uns ist es völlig egal, ob Sie die Wahlen in diesen oder jenen Regionen anerkennen oder nicht. Sie befinden sich in guter Gesellschaft. Die USA erkennen die Wahlen in Nordkorea, in Syrien und in Belarus nicht an. Das ist also nichts Neues. Nicht nur in Amerika wird über die Kandidaten gelacht, weil jeder merkt, dass sie Pseudokonkurrenten sind. Aber das spielt keine Rolle, denn Putin hat sowieso eine 80-prozentige Popularität. Also wen kümmert es, wer gegen Putin antritt? Absolut. In Solovjovs Sendung wurde auch erwähnt, wie viel Spaß die Menschen bei den Wahlen hatten. Die Wahlhelfer gehen den ganzen Tag um die Häuser. Währenddessen werden Lieder gesungen. Die Menschen hören das und kommen raus. Da ist viel Humor und Spaß dabei. Dabei sind das keine engagierten Künstler, sondern die Menschen selbst, die ihre Freude so zum Ausdruck bringen. Russland wird zwar nicht durch Gaukler geeint, aber dafür von Tucker Carlson Pappaufstellern und Animateuren. Diesmal hat der Kreml keine Werbung bei Influencern geschaltet. Es sind immerhin schwere Zeiten, doch sie fanden eine Lösung. Wo kann man hier für den neuen Regenten abstimmen? Friede sei mit euch, freundliche Menschen. Das Lokalfernsehen geizte nicht mit Kreativität und brachte sogar eine tote Heuschrecke zum Wählen. Wir versuchen, den Schlitz zu treffen, sehen Sie? Und rein damit. Die Wähler können unterschiedlich sein. An diesem wichtigen Tag stimmen sogar Insekten ab. Aber nicht alles war so fröhlich und reibungslos, selbst für die Propaganda. Ständiger Beschuss von Bjelgorod, Kämpfe an den russischen Grenzen und der mysteriöse Vandalismus von Wahluhren. Am Ende musste sogar Putin auf all dies reagieren. Um die Wahl zu stören und die Menschen im Grenzgebiet zur Ukraine einzuschüchtern, hat das Neonazi-Regime in Kiew eine Reihe von kriminellen und bewaffneten Aktionen geplant und versucht, diese durchzuführen. Dazu gehören in erster Linie Angriffe auf friedlich bewohnte russische Gebiete. Bei dieser Präsidentschaftswahl richtet die Propaganda ihr besonderes Augenmerk auf die sogenannten neuen Regionen, bei denen es sich in Wirklichkeit um besetzte ukrainische Gebiete handelt. Der Leiter der Präsidialverwaltung hat mir eine Geschichte erzählt. Er kam nach Avdiivka und sagte, dass die Menschen dort zwei Bitten hätten. Geben Sie uns Brot und lassen Sie uns für Putin stimmen.
Aus den besetzten Gebieten wurde angeblich eine gigantische Wahlbeteiligung gemeldet. Und natürlich hat Wladimir Putin dort gewonnen. Wer sonst? Wir zeigen euch am Beispiel der neuen Regionen, wie Propagandisten die Wahlen dort verklärt haben. Hier berichtet der Korrespondent Andrei Guselnikow, wie die Abstimmung abläuft. Wir wissen nicht, wen sie wählen werden, aber die Tatsache, dass sie wählen gehen, ist meiner Meinung nach recht aufschlussreich. Wie mir lokale Aktivisten erklärten, stimmen sie tatsächlich für Stabilität. Selbst diejenigen, die pro-ukrainisch sind, verstehen, dass Russland für Stabilität und Zukunft steht. Auf Solovyov Live versuchen sie uns weiszumachen, dass die Bewohner von Cherson, die bis zur sogenannten speziellen Militäroperation friedlich lebten, nun in den russischen Behörden Stabilität sehen. Das klingt doch total logisch. Davon versucht uns die Vorsitzende der Kommission der Region Cherson zu überzeugen, die aus dem weit entfernten Gebiet Donetsk in die Position versetzt wurde, weil sie bis 2022 dort lebte und an prorussischen Veranstaltungen teilnahm. Die Menschen hier warten nicht auf das Kiewer Regime, sondern auf Stabilität. Und wegen der Beschüsse durch das Kiewer Regime kann es keine Stabilität und kein erfülltes Leben geben. Diese Menschen wählen einen Präsidenten, bei dem sie sich sicher sein können, dass ein friedliches Leben entstehen wird und die Region wieder Wohlstand erlangen wird. Stabilität. Genau das hat Russland der Region Cherson seit dem 24. Februar 2022 gebracht. Und um diese Tatsache zu beweisen, beschloss der Korrespondent von Solovyov Live, nach einer halben Minute zu erzählen, wie die Anwohner in prekären Verhältnissen ohne Licht leben. Weil die ukrainische Armee die Infrastruktur zerstört hat, gibt es in einigen Teilen kein Licht. In manchen Häusern gibt es zu einem Überfluss kein Wasser. Die Situation ist fast wie in Donetsk, sogar schlimmer. In Guselnikows Telegram-Kanal sind übrigens keine Kommentare von Einheimischen zu finden, aber dafür die eines internationalen Beobachters, einem US-Bürger. Dan Kowalik fiel mitten in den Wahlen in einer besetzten ukrainischen Stadt nichts Besseres ein, als auf dem Hauptplatz zu sehen. Sind Sie sicher, dass Sie ein unabhängiger Beobachter sind? Danger. I plan each charted course, each careful step along the byway home and more. Much more than this, I did my way. Die Ergebnisse in der Region Cherson wurden schnell ausgezählt. Und was gibt es da zu zählen? Putin hat gewonnen. 88%. So ist das Leben. Was Herrn Nawalny betrifft, ja, er ist aus dem Leben geschieden. Das ist immer bedauerlich. Aber es gab bei uns auch andere Fälle, in denen Menschen im Gefängnis gestorben sind. Passiert das nicht auch in den USA? Es war, als ob Putin nur darauf wartete, dass die 87% schön gerechnet wurden, damit er endlich zum ersten Mal selbstbewusst den Namen Nawalny aussprechen konnte. Dieser wurde im Gefängnis buchstäblich gefoltert, während Putin konsequent seinen Namen mied. So ist das Leben, sagte Putin spöttisch. Am Ende des Tages, als die ersten Ergebnisse bekannt wurden, sprachen die Propagandisten bereits voller Freude von einem eindeutigen Sieg Putins bei einer Rekordwahlbeteiligung. Dem Präsidenten wurde im Großen und Ganzen ein derart großes Vertrauen entgegengebracht, dass die Veränderungen, die Putin in der Gesellschaft durchsetzen will, offensichtlich auf eine phänomenale Unterstützung stoßen.
Ich kann mich an keine vergleichbare Unterstützung in den letzten 25 Jahren erinnern. Das ist einfach nur phänomenal. Putin hat einen kolossalen Vertrauenskredit. Der ist sogar abbezahlt. Einmal abbezahlt, ein zweites Mal abbezahlt. Das ist schon vollstes Vertrauen, weil Putin die Nation auf phänomenale Weise eint. Als Terroristen am 22. März eine Konzerthalle in der Nähe von Moskau angriffen und unabhängige Journalisten Informationen über den Vorfall zusammentrugen, schwieg der phänomenal populäre, frisch gewählte Präsident fast 24 Stunden lang. Unmittelbar nach den ersten Berichten über die Schießerei haben Propagandisten ihre eigenen Ermittlungen durchgeführt und die Täter und Auftraggeber gefunden. Ihr könnt euch schon denken, wer: die ukrainischen Geheimdienste unter der Führung des Westens. Als die ersten Videos des Anschlags in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, lief auf den Staatssendern erstmal das geplante Programm weiter. Irgendwann wurde eine Sondersendung der Nachrichten gesendet. Dies ist eine Sonderausgabe von Vesti. Ich bin Ernest Maskevicius. Guten Tag. In der Moskauer Krokus City Hall bei einem Auftritt der Band Picknick mit hunderten Zuschauern wurde heute ein Terroranschlag verübt. In den Telegram-Kanälen haben die Propagandisten bereits Theorien aufgestellt. Theorien? Wohl eher eine Theorie. Die ukrainischen Behörden wurden zu den Hauptschuldigen auf den Z-Kanälen. Es gibt keine Zweifel an der Schuld der Ukraine. Wer hätte es sonst sein können? Ohne politische Forderungen, ohne Geiseln. Einfach nur freudiges Töten russischer Menschen. Das kann nur die Ukraine sein. Für die das Töten von Russen ein Selbstzweck ist. Daraufhin begannen regierungsnahe Telegram-Kanäle, eine Reaktion auf die Ukraine zu fordern. Nach dem letzten schrecklichen Anschlag Nordost haben wir in Tschetschenien gesiegt. Wir werden auch jetzt siegen. Geben wir der ukrainischen Zivilbevölkerung 48 Stunden, um die Städte zu verlassen, um diesen Krieg endlich mit einer siegreichen Niederlage des Feindes zu beenden. Mit allen Kräften und Mitteln. Es wäre richtig, wenn die Ukraine morgen früh nicht mehr existieren würde. Es gibt eine Menge Fragen. Wie konnten sie den Anschlag verüben und dann seelenruhig wegfahren? An dieser Stelle haben sich einige daran erinnert, dass die USA und andere westliche Staaten ihre Bürger vor Terroranschlägen in Russland gewarnt haben. Putin reagierte auf diese Warnungen wie folgt. Ich möchte an die jüngsten provokativen Äußerungen einiger westlicher Institutionen und die Möglichkeit von Terroranschlägen in Russland erinnern. All das gleicht einer unverhohlenen Erpressung, um unsere Gesellschaft einzuschüchtern und zu destabilisieren. Jetzt nutzen die Propagandisten die Warnung der USA zu ihren Gunsten. Wenn sie gewarnt haben, wussten sie Bescheid und haben es geplant. Ist Ihnen überhaupt klar, dass die Amerikaner alles wussten und alles taten, um diesen Terroranschlag zu ermöglichen? Die westlichen Länder wussten von dem bevorstehenden Terroranschlag. Woher? Stecken sie dahinter? Ich habe keine andere Version. Das war keine Warnung, das war eine Drohung. Nur Abschaum ist in der Lage, unbewaffnete Menschen anzugreifen, ob in Belgorod oder Moskau. Die Oberhäupter unserer Kirche haben recht. Es wird kein Amerika geben. Während der Sender auf das Signal zur Unterbrechung der Sendung wartete, starteten die Propagandisten von Solovyov Live einen Notfallstream. Anfangs versuchte Sergei Kanauchow sogar, Unparteilichkeit und Objektivität zu wahren. Ich bestehe darauf, dass wir jetzt keine Hypothese aufstellen sollten, die nicht durch Fakten gestützt ist. Das hielt nicht lange. Das war die Ukraine. Während der gesamten Sendung versuchte man, die Verwicklung des Westens und der Ukraine in den Terroranschlag zu beweisen. Kein einziger Gast zweifelte daran, dass der Westen hinter der Organisation steckte. Schaut euch diese Bastarde an. Keiner hat mehr Zweifel daran, wer dahinter steckt. Wie im Internet zu lesen ist, kennt jeder den Top-Terroristen dieser Welt, den Hauptsponsor und Hauptorganisator aller Terroranschläge. Es ist der kollektive Westen. Die wichtigste Schlussfolgerung, die die Propagandisten Minuten nach Beginn der Schießerei zogen, als die Terroristen noch nicht einmal gefasst waren, war, dass wir gegenüber der Ukraine noch brutaler werden sollten. Ich plädiere natürlich nicht dafür, dass wir ihre Methoden anwenden, aber es gibt einige Dinge, die wir vielleicht noch einmal überdenken sollten.
Ist es nicht an der Zeit, die Ablehnung der Todesstrafe aufzugeben? Ist es nicht an der Zeit, Terroristen öffentlich zu hängen? Die Wiedereinführung der Todesstrafe ist im Übrigen eine der Hauptforderungen nach dem Terroranschlag. Am Samstag wurde ein Video von der Verhaftung der mutmaßlichen Terroristen gezeigt. Es handelt sich um tadschikische Staatsbürger. Angeblich wurden 11 Personen festgenommen, darunter 4 direkte Täter des Terroranschlags. Später wurden unter dem Jubel der Z-Gesellschaft Aufnahmen von Folterungen von Gefangenen im Internet veröffentlicht. Das Ergebnis war vor Gericht zu sehen. Vermutlich war es das erste Mal, dass die Gesetzeshüter dies so demonstrativ gezeigt haben. Eigentlich ist das klar, niemand darf gefoltert werden. Doch wenn Folter normalisiert wird, werden nicht nur Terroristen betroffen sein. Aber die Propaganda begrüßte die öffentliche Vorführung solcher Methoden. Diese 4 werden es sehr bereuen, dass sie nicht gestorben sind und lebend gefasst wurden. Ich habe da kein Mitleid. Es gibt Situationen, in denen selbst Menschen wie ich, die das Gesetz schätzen und denken, dass alles nach dem Gesetz laufen sollte, finden, dass die Todesstrafe ein zu einfaches Schicksal für diese Mistkerle wäre. Nach der Festnahme der Verdächtigen 19 Stunden nach dem Anschlag ergriff auch Putin das Wort. Wie die Nazis, die einst in den besetzten Gebieten Massaker verübten, planten sie eine Schauhinrichtung, einen blutigen Schreckensakt. Alle 4 direkten Täter des Terroranschlags, die Menschen erschossen und getötet haben, wurden gefunden und festgenommen. Sie versuchten zu fliehen und waren auf dem Weg in die Ukraine, wo nach ersten Informationen auf ukrainischer Seite eine Möglichkeit zum Überschreiten der Staatsgrenze für sie vorbereitet worden war. Angeblich versuchten die Terroristen, in die Ukraine zu fliehen, und es wurde ein Schlupfloch an der Grenze für sie organisiert. Von wem ist unklar. Ich frage mich, wer das Schlupfloch von russischer Seite vorbereitet haben soll. Am Sonntagabend versuchten die Propagandisten, ihre eigene Version zusammenzustellen. Man versucht, uns in die Irre zu führen. Die Rede ist vom IS und Kiew weist jegliche Schuld von sich. Es bleibt jedoch die unwiderlegbare Tatsache, dass die Terroristen ihr Heil in der Ukraine suchten und sich nach dem Verbrechen in diese Richtung bewegten. Warum also sprechen die westlichen Medien vom IS? Im Allgemeinen scheint diese Version bisher die plausibelste zu sein. Quellen des Islamischen Staates haben immer wieder Botschaften verbreitet, in denen sie die Verantwortung für den Terroranschlag übernehmen. Später tauchten 2 Videos auf, von denen das erste vor dem Anschlag aufgenommen wurde und auf dem die IS-Flagge im Hintergrund zu sehen ist. Die Kleidung der im Video anwesenden Personen stimmt mit der Kleidung der Inhaftierten überein. In dem 2. Video ist die Schießerei zu sehen. Und das ist noch nicht alles. Im vergangenen Jahr wurden auch in anderen Ländern Terroranschläge des IS-Ablegers aus Khorasan verhindert. Angeblich auch in Russland. Erst Anfang März meldete der FSB die Festnahme von Mitgliedern der Terrorzelle, die einen Anschlag auf eine Synagoge geplant hatten. Wir wissen, dass das Verbrechen von radikalen Islamisten begangen wurde. Doch wer profitiert davon? Diese Gräueltat gehört zu einer ganzen Reihe von Anschlägen durch das Kiewer Neonazi-Regime, das unser Land seit 2014 bekriegt. Und die Nazis waren bekanntlich noch nie zimperlich, wenn es darum ging, die schmutzigsten und unmenschlichsten Mittel einzusetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Die russischen Behörden haben wiederholt Tragödien für ihre eigenen politischen Zwecke genutzt. Und jetzt versuchen sie, die Bevölkerung mit Hilfe eines Terroranschlags davon zu überzeugen, wie wichtig der Krieg in der Ukraine ist. Wir verstecken uns nicht in Höhlen. Ganz im Gegenteil. Wir stellen uns und werden zu einer einzigen mächtigen Faust. Ich bete dafür, dass diese Faust all dem Abschaum, diesen Hunden auf die Schnauze und in den Kopf bläst, damit sie sterben, wie unser Präsident sagte. Töte wenigstens einen. Töte ihn schneller. So oft wie du ihn siehst, so oft sollst du ihn töten. An alle Kämpfer,
die an der Front ihr Leben riskieren, diese Faschisten töten, den Abschaum töten. An alle unsere Leute, die von zu Hause aus helfen. Mit Gebeten, Geld, Tee, Taxis. Wir verbeugen uns. Ich bin Mascha Borsunova, eure persönliche Reiseführerin durch den russischen Alltag, den man vor uns und für euch immer mehr zu verbergen versucht. Verzweifelt nicht, passt auf euch auf und denkt dran, ihr seid nicht allein. Und vergesst nicht, die Nachrichten zu verfolgen. Auf Wiedersehen.